Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr ein Let's Encrypt-Zertifikat oder Let's Encrypt für eure Sophos UTM aktivieren könnt und später natürlich auch Zertifikate generieren könnt. Wir fangen zunächst an, wir melden uns einmal an der UTM an, ob interner IP oder externer IP. Wichtig ist, Let's Encrypt gilt natürlich später dann für den externen DNS-Namen, wenn ihr die von extern erreichen wollt. Wir gehen zunächst auf verschiedene Punkte, also in dem Fall können wir entweder Webserver Protection nehmen oder Fernzugriff. Darüber kommt ihr unten auf Zertifikatsverwaltung. Ihr seht schon ein paar kryptische Sachen. In dem Fall gehen wir einmal oben auf Erweitert. Und hier ist wichtig, dass ihr diesen Haken anhakt. Let's Encrypt Zertifikate zulassen. Wichtig ist zu beachten, der Port 80 darf noch nicht weitergeleitet sein. Das heißt, wenn ihr den Port 80 schon in irgendeiner Portweiterleitung habt, zum Beispiel auf irgendeinem Webserver ähnliches, funktioniert das Aktivieren nicht. Weil zum Aktivieren wird der Port 80 benötigt oder allgemein zum Zertifikatsverlängern ist es genauso. Das heißt, solange ihr die Portweiterleitung nicht aktiv habt, funktioniert auch Let's Encrypt. Das heißt, ihr macht den Haken ran, geht auf Übernehmen, dann wird im Hintergrund Zertifikate generiert. Das dauert je nachdem so 5 Minuten, 5 bis 10 Minuten. Und ab dem Zeitpunkt könnt ihr ganz normal Let's Encrypt Zertifikate über diese Zertifikatsverwaltung generieren. Geht wie folgt: Ihr geht auf Zertifikate, geht dann auf Neues Zertifikat und ihr seht jetzt hier schon seht jetzt einen neuen Punkt. Dieser Punkt ist nämlich vorher nicht da gewesen. In dem Fall könnt ihr entweder selbst welche generieren, das heißt, ihr könnt CSR-Records generieren, ihr könnt entweder direkt PFX-Dateien importieren, das heißt, als Beispiel, wenn ihr das Zertifikat von einem anderen System habt, von einem Windows-System, könnt ihr das dann einfach importieren. Und in dem Fall können wir hier Let's Encrypt eingeben und ihr seht schon, hier braucht ihr nur noch die Schnittstelle auswählen, in dem Fall die Warnadresse. Und könnt dann dort alle Domänen eintragen, was ihr wollt. Wichtig ist, Let's Encrypt überprüft halt die Verfügbarkeit. Das heißt, wenn ihr eine Domäne eintragt, wo der A-Record nicht auf die IP-Adresse von eurer Firewall oder in dem Fall auf den dünnen DNS der Firewall, in meinem Fall jetzt Fest-IP, aber im Privatbereich haben ja die meisten dynamische IP-Adresse. Deswegen auf den dünnen DNS wäre es dann ein CNAME. Oder halt ein A-Record auf die externe Fest-IP. Und dann könnt ihr da jeden Wert eintragen, den ihr wollt, wo ihr einen A-Record erstellt habt oder einen CNAME. Und dann dauert es auch nochmal 5 Minuten und ihr könnt dann das Zertifikat zuweisen. Beziehungsweise das Zertifikat dann benutzen. In dem Fall gibt es mehrere Stellen, wo ihr dann Zertifikate nutzen könnt. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Dann gehen wir hier mal auf Abbrechen. Ich habe hier schon mehrere erstellt, als Beispiel testweise für einen Mail-Server und noch für ein paar andere Sachen. In dem Fall gibt es viele Punkte. In meinem Fall habe ich ein SSL-VPN, läuft über OpenVPN gebaut. Der benötigt ebenfalls das Zertifikat. Das heißt, ihr müsst dann parallel dann jedes Mal hier hingehen, SSL, und geht dann hier auf Erweitert. Beziehungsweise in meinem Fall ist es, glaube ich, unter Einstellung. Und hier seht ihr, hier gibt ihr euren Namen an, da kann stehen, was will, halt das Primäre und hier der Port und in dem Fall kann man dann auch das Zertifikat angeben. Also in dem Fall sieht es so aus, als würde SSL-VPN das Zertifikat nicht benutzen. Die Web-Oberfläche selbst schon, das ist nämlich das Benutzerportal. Das könnt ihr nämlich sehen, wenn ihr auf Verwaltung geht und geht auf Benutzerportal, könnt ihr nämlich hier das Zertifikat auswählen. Ihr seht ja oben aktuell, dass hier gesichert ist. Genau. Und im Normalfall würde hier eine rote Fehlermeldung kommen, wenn das Zertifikat nicht passend zu dem DNS-Namen ist. Ja. Zusätzlich kann man hier noch andere Sachen einstellen, aber das Wichtigste ist ja hier, dass in dem Fall das Zertifikat und das Zertifikat könnt ihr entweder da zuweisen oder halt auch hier in der Webserver Protection. Da ist es genauso. In dem Fall habe ich dann mehrere Dienste und kann dann verschiedene Zertifikate zuweisen und umleiten sozusagen. Entweder ihr macht halt eine manuelle Portweiterleitung
Oder ihr könnt halt darüber sozusagen die Zertifikate verwalten. Ich habe es nur halt rausgefunden, ob wenn die Zertifikate lokal ablaufen, ob die dann durch die Weiterleitung immer noch fu extern funktionieren. Da ich intern nichts nutze, sondern nur extern, kann es theoretisch sein, dass dann irgendwas nicht mehr funktioniert. Da bin ich aber noch dabei. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.